Leute in Sprungdisziplinen schneller vorwärts kommen als bei den Würfen. Kerstin Dedner, auch eine Junioren-Europameisterin von 1979, mischt zwei Jahre danach schon an der Spitze in der Welt mit. Die Latte liegt bei 1,96. Das ist der Siegersprung beim Länderkampf in Tbilisi. Beim Europapokal in Frankfurt am Main galt Kerstin Dedner schon als Favoritin gegenüber der 72er Olympiasiegerin Ulrike Meifert aus der BRD. Wieder ein Siegersprung. Ja, ein neues Bravourstück der 19 Jahre alten Rostockerin. Das Mädchen von unserer Waterkamp fliegt auch hier über 1,96 zum zweiten Mal in ihrer Laufbahn. Diese 1,96 sind eine ganze Menge wert, wenn sie im Feuerstrahl der Meisterschaftsprüfung wiederholt werden können. 1,96 sind nämlich unsere Meisterschaftsbestleistung. In Dresden egalisierte 1977 Rosemarie Ackermann mit dieser Höhe ihren damaligen Weltrekord. Im Kugelstoßen der Frauen zeigt sich bei uns ein Phänomen. Eine Kugelstoßerin übertraf die 22 Meter. Vier kamen über 21 Meter hinweg, aber nur zwei über 20. Diese Pyramide müsste nach unten doch immer breiter werden, aber grau ist halt alle Theorie. Frage an die TSC-Wurftrainerin Helga Börner: Ist es leichter, von 20 auf 21 Meter zu kommen, als von 19 auf 20? Naja, ich würde so sagen, es ist immer schwieriger, die höheren Leistungsziele zu erreichen. Das heißt also auch von 21 auf 22 oder eben von 20 auf 21. Aber mir erscheint auch die 20-Meter-Grenze als so eine Art Schallmauer. Mhm. Und ich habe mir das persönlich auch eigentlich leichter vorgestellt, die 20 Meter mit meinen Mädchen eher zu stoßen. Sie haben vier, die zwischen 19 und 20 Metern liegen. Dabei ist die eine, Brigitte Michel-Sander, eine Diskuswerferin, die Kugelstoßen nur als zweite Disziplin hat. Die drei anderen, stellen Sie sich selber mal vor. Ja, in meiner Trainingsgruppe war Simone Michel. Sie war damals Junioren-Europameisterin 1977. Und sie, muss ich sagen, wird bald in wenigen Tagen Mutti und wir freuen uns sehr darauf. Und ebenfalls auch Brigitte Michel, sie stieß ja 1941, Sie sagten es ja, und sie ebenfalls erwartet in den nächsten Tagen ein Baby und an dieser Stelle wünschen wir Ihnen alles Gute. Bleiben zwei übrig, die noch zwischen 19 und 20 Metern liegen. Wann sind von Liane Schmuhl und von Cordula Schulze die 20 Meter zu erwarten? Ja, ich persönlich hoffe recht bald. Sie sind eigentlich gut vorbereitet, aber da sie doch in der vergangenen Saison wenig Wettkampferfahrung hatten durch Ausfälle durch Krankheiten und Verletzungen, da muss ich sagen, sind sie noch etwas wettkampfunsicher. Aber die physische Form ist eigentlich da, dass sie die 20 Meter erreichen können. Ich muss sagen, eigentlich, wenn das Training in den letzten zwei Jahren planmäßig verlaufen wäre, dann hätte eigentlich sowohl Cordula Schulze, die ja Vize-Europameisterin war 1977 nach Simone Michel, ne? Und auch Liane Schmuhl, die also dann Junioren-Europameisterin 1979 wurde. Sie hätten eigentlich beim planmäßigen Verlauf doch schon über 20 Meter gestoßen. Und dann würde in den besten Listen nicht solche große Lücke erscheinen. Vielleicht oder hoffentlich verändert sich die Situation am Wochenende gründlich. Wer am Sonnabend nach Jena kommen kann, wird außer der DDR-Spitze dieses Jahres auch die nach Olympia in Moskau vom aktiven Höchstleistungssport zurückgetretenen noch einmal aus nächster Nähe sehen können. Sie werden nach schöner Sitte in aller Öffentlichkeit verabschiedet. Darunter wird auch eine Frau sein, die als Olympiasiegerin und Europameisterin zu den Stützen unserer Mannschaft gehörte, zumal auf einer traditionsbepflasterten Strecke. Ihr dritter und letzter Meisterschaftssieg vor einem Jahr in Cottbus. Nun 100 Meter Hürden mit Kerstin Klaus auf der Bahn 4, mit Gudrun Wakan Bahn 6 und Jana Klier auf der 7. Die Favoritinnen, die sich in den vergangenen Sportfesten immer sehr schöne Zweikämpfe lieferten. Beide führen, das ist ganz sicher. Wer ist von Kerstin Klaus, die Titelverteidigerin des Vorjahres, oder Jana Klier? Ganz knapp wird es zwischen den beiden. Jana Klier gewinnt vor Klaus und Wakan. Die Zeit 12,53. 12,53.
Aber mein Blick geht sofort zum Windmesser. Hier muss man abwarten. Der DDR-Rekord ist 12,59 von Annelie Erhardt aus dem Jahre 72, also schon sehr, sehr alt. Ungültig 3,2 Meter pro Sekunde Rückenwind. Sehr gute Zeit, aber leider kein Rekord. Trotzdem Anerkennung für beide für diesen Lauf. Offiziell waren es sogar 12,51 für die Siegerin. Der Schönheitsfehler konnte noch am gleichen Tag korrigiert werden. In einem keinen langen Läufer anstehen, dafür eine Reihe anderer wichtiger Entscheidungen, wie wir sie nun original miterleben lassen. Hier beispielsweise das Diskuswerfen der Damen. Bitte wieder Wolfhard Kupfer. Wir in diesem fünften hat es so gut wie keine Verbesserung gegeben. Im Gegenteil, alle legen hier eine kleine Atempause ein. Es sind aber noch Irina Mischinski, Evelyn Jahl und Gisela Reismüller an der Reihe. Die Berlinerin vom TSC, Irina Mischinski, liegt derzeit an vierter Stelle. Dabei unter anderem also die Startnummer 140, Ralf Pönitsch vom SC Kammerstadt. Unser bester Hindernisläufer. Sie hat sich steigern können. 25,0. Diese Meisterschaften sind sein erster größerer Wettkampf in diesem Jahr. Bisher nämlich hatte sie 64,74 Meter. Vom SC Cottbus, der zweite der diesjährigen Bestenliste mit 835,92. Und jetzt sind es 65,18 Meter. Platz 3 für die Berlinerin. Hinter Evelyn Jahl, hier im Bild, die Olympiasiegerin und fünfmalige DDR-Meisterin in Reihenfolge, führt mit 66,12 Meter. Zweite Petra Siegaut vom SC Dynamo Berlin, 65,38 Meter. Und dritte mit 65,18 Irina Mischinski, ungültig für Jahl. Sie gingen nach vorn aus dem Ring heraus. Gisela Reismüller ist noch an der Reihe. Sie beschließt den fünften Durchgang. Die 21-jährige Potsdamerin, Olympia-Vierte, diesjährige Bestleistung 68,76 Meter. Aber heute hat sie offensichtlich nicht das allerbeste Nervenkostüm aus dem Schrank genommen. Zwei ungültige Würfe. Und den dritten macht sie entnervt jetzt auch ungültig, denn es gibt die Regel nicht mehr, dass man nur zweimal anschwingen darf. Sie hätte getroffen. Petra Siegaut begann mit 65,38 Meter und war die Beste nach dem ersten Durchgang. Erst beim zweiten ist sie von Evelyn Jahl übertroffen worden mit 66,12 Meter. Sie wirft auch jetzt wieder 65 Meter weit und bestätigt ihre gute Form, bleibt aber hinter den 65,38 leicht zurück. Ob's am Ende noch der zweite Platz sein wird, kann sie nun nicht mehr beeinflussen. Das werden Irina Mischinski, Gisela Reismüller und Magida Pufe entscheiden. Wir sind wieder bei den Iris Danielczyk vom Sportclub Dynamo Berlin. Sie hat im dritten Durchgang mit 60,92 Meter zum ersten Mal in ihrem Leben die 60-Meter-Marke überworfen. Sie hat sich nicht verbessert. Liegt an siebenter Stelle in diesem namhaften Endkampf. Ich habe mir schon mehrmals erwähnte Ralf Pönitsch, der im vergangenen Jahr auf 8,25 kam. Irina Mischinski hat sich vom ersten Durchgang an bis zum fünften, bis auf eine Ausnahme, immer steigern können. 65,18 Meter im fünften Durchgang und jetzt beim letzten Wurf. Noch einmal knappe 65 Meter, aber es bleiben die 65,18 Meter für sie stehen. Das ist bis jetzt Platz 3. Thank you.
Hängt sich an seine Fersen, Garak ist Dritter. Für die Statistik der letzte Wurf für Wyszynski 64,56 Meter. Und jetzt hat die möglicherweise neue Meisterin ihren letzten Wurf gehabt und könnte sich noch um ein paar Zentimeterchen verbessert haben. Bisher 66,12 Meter für Evelyn Jahle. Wo die Olympiasiegerin antritt, müsste die Favoritin gegeben sein. Und das ist in diesem Falle auch so. Bärbel Wöckel läuft auf der Bahn 3. Die Weltrekordlerin Marita Koch hat sich ja ganz auf die 400 Meter konzentriert, überlässt hier Bärbel Wöckel das Feld kampflos. Sabine Haugrund auf der Innenbahn aus Neubrandenburg, dann Annelies Walter aus Erfurt, Bärbel Wöckel auf Bahn 3, Gesine Walter auf Bahn 4, Bärbel Schölzel vom TSC und Kirsten Simon aus Rostock. In der Kurve macht Bärbel Wöckel nicht allzu viel Boden gut. Das ist nicht wie bei Frank Emmelmann, aber sie ist auf den zweiten 100 Metern sehr stark. Und sie bleibt locker und läuft mit langem Schritt. Großer Vorsprung, zweite Simon, dritte Gesine Walter, dann Annelies Walter und Bärbel Schölzel. 22,08 Sekunden, eine sehr gute Zeit für Bärbel Wöckel. Ihre persönliche Bestleistung steht bei 22,01 Sekunden und sie ist eine der Kandidatinnen für eine Zeit unter 22 Sekunden, wenn die Bedingungen mal ganz ideal sind. So, klare Zeitlupenangelegenheit. Kirsten Simon aus Rostock weiter verbessert, dann Gesine Walter, Schölzel und Annelies Walter. Sabine Haugrund ganz innen. 0,0, also weder Rücken noch Gegenwind, keine Unterstützung, aber eben auch kein Gegenwind auf der Zielgeraden, wie ihn vorhin Frank Emmelmann zu bekämpfen hat.